Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben uns endlich bis zu dem Elfenmagier durchgekämpft, der vielleicht etwas über Ciris Verbleib kennt. Weiß? Etwas weiß? Na? Der Herr. Wen haben wir denn da? Ist auf jeden Fall... Wow, ups. Doch kein Magier. Hoppala. Ich wollte schon sagen, wie ein Magier ist er nicht gerade gerüstet. Du bist stur, Deine. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommen hier. Nee, ne? Nein, nicht noch ein Boss. Ihr wollt mich verarschen. Alter. Ja, genau. Scheiße. Ah, jetzt habe ich einen Donner. Ah, shit. Erschiss dich. Nein! Wieso konnte ich jetzt nicht ausweichen? Was sollte denn der Scheiß? Ach, ey, was ein Drecksack. Na toll, Gedanken beeinflussen. Ah, shit. Ich versuche mal, seine Angriffe zu parieren. Ja, habe ich es geschafft? Nein, ich habe es nicht geschafft. Ach, na toll. Mal sehen, wie lange ihr durchhaltet. So, auf ein neues. Du Drecksack. Okay, mit Gedankenbeeinflussung wirkt wahrscheinlich nicht gegen den Kerl. Oder? Ich versuch's nochmal. Betäubt, tatsächlich. Oh, funktioniert. Hey, nice. Geil. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann halte ich mich am besten immer schön von ihm fern. Benutze mein Zeichen und lande eine kleine Combo gegen ihn. Entweder maximal 3 bis 4 Schläge oder so lange, bis er mich abblockt. Okay. Ja. Sobald er anfängt zu blocken, macht es keinen Sinn mehr. Okay. Solange er sein Angriffsschema nicht großartig ändert. Bis jetzt ist der Kerl ja noch einigermaßen zurückhaltend. Boah. Jetzt konnte ich aber ordentlich Schaden austeilen. Da hatte ich Glück gehabt. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Und jetzt nochmal ordentlich Schaden. Nein, 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 weg, weg, weg. Oh. Okay. Einmal noch. Wow, was macht er jetzt? Was ist denn jetzt los? Wow. Nee, ne? Bleib ruhig. Konzentrier dich. Aber solange es nur die Hunde sind, geht's ja noch, oder? Hoffe ich. Also gegen die Hunde komme ich ja noch einigermaßen gut an, solange er jetzt nicht wieder diesen komischen Winterzauber ausführt. Da ist ja alles okay. Das wäre nämlich schlimm. What the fuck? Ey, was war das denn? War es so eine Stoßwelle, die er auslöst, sobald ich ihm zu nahe komme? Kann ja auch sein. Ist mir egal. Okay, jetzt wieder gegen ihn. Einen Schwalbentrank sollte ich mir schon mal reinpfeifen, für den Fall der Fälle. So. Fuck you, fuck you, fuck you. Oh, nein, 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 nein. Oh. Okay. Zum Glück beherrscht er keine Fernkampfangriffe. Das ist schon mal sehr praktisch. Okay, weg, 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 weg. Oh! Bis jetzt läuft es super. Aber warte mal, der hat sich geheilt? Das sehe ich ja jetzt erst. Warum? Wie ist das denn passiert? What the fuck?
Was zum Fick? Warum heilt sich der Wichser jetzt auch noch? Ey, geht's noch? Au. Shit. Boah, das war knapp. Shit. Und das war dumm. Okay. Ich habe ihn wenigstens jetzt wieder so weit runter, wie ich ihn vorher hatte. Sehr gut. Oh nein! Warum hast du das getan? Ah, nein! Shit. Das wäre jetzt natürlich blöd. Aber mit der Strategie kriege ich ihn eigentlich. Immer betäuben und dann ran. Okay. Also die gute Kira, die ist eine verdammt gute Hilfe gegen den Kerl. Hätte ich echt noch die Möglichkeit gehabt, gegen den alleine anzutreten? Also ich hätte ja bei Kira auch sagen können, ey, du bleibst jetzt hier und ruhst dich aus. Hätte ich dann alleine gegen den kämpfen müssen? Das wäre heftig gewesen. Gegen einen von der wilden Jagd ganz alleine? Nein, nein, nein. Das möchte ich lieber nicht tun. Erwischt. Gut. Wir haben ihn fast zu zwei Dritteln runter. Wow, wow, was war das denn? Wollte der gerade eine Zauberattacke starten? Sah verdammt danach aus. Aua, nein. Okay. So, ich sollte jetzt lieber verzehrbares Zeug nach da unten zum Heilen packen. Ah, beziehungsweise, Moment. Wie kann ich nicht machen? Ich kann es nicht ablegen? Toll. Ist ja ganz toll. Da lache ich doch. Bis jetzt läuft es gut. Es läuft sehr gut. So, genau. Nach zwei Schlägen blockt er immer. Das habe ich mittlerweile schon mal in seinem Muster erkannt. Boah, das war shit. Ich habe mir schon gedacht, das war ein bisschen zu riskant, so nah vor ihm den Zauber zu wirken. Hat sich nicht gelohnt. Bis jetzt läuft es sehr gut. Nein! Ist er jetzt nochmal betäubt worden oder was war jetzt? Was ist jetzt passiert? Oh nein! Nicht das schon wieder! Ah, Kotz! Moment, ich nehme eben das Konstruktenöl zu mir. So, dann habe ich eine bessere Chance gegen die Hunde. Innerhalb dieser Portale kann ich mich ja aufhalten. Oder innerhalb der Spalte. Macht mir ja nichts aus dem Geralt. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Alter, wie der sich ernsthaft noch heilt, dieser Wichser. Ich hasse ihn. Wie unnötig ist das denn bitte? Als ob er so nicht schon schwer genug wäre und dann heilt er sich auch noch. Ja, geil. Oh. Der zweite Boss in dieser Quest. Und dann ist er so ein Pain in the Ass. Wie das die Amerikaner so schön formulieren. Das war jetzt... Oh, sehr gut. Mein Betäubungszauber hat ihn erst kurz nach ihrem Zauber getroffen. Das ist gut. Die Betäubung, die verliert ja sofort nach dem nächsten Angriff ihre Wirkung. Ist das krasse? So. Ernsthaft? Ich konnte dich nur einmal angreifen. Das ist aber ein kleines bisschen zu schnell hier. Let's go, let's go. Uah. So, ordentliche Combo hingekriegt, immerhin. So, erwischt. Alter.
Jetzt blockt er schon nach nur einem Schlag ab, oder wie? Na warte, Nitral. Dich erwische ich auch noch. Deinen Kopf kriege ich auf dem Silbertablett. Boah, das war zu dumm. Das war dumm. Das war dumm. Aua. Shit, shit, shit. Ah, jetzt sollte ich richtig Abstand halten. Das war jetzt ein bisschen leichtsinnig von mir, was ich da angerichtet habe. Angestellt habe. Hau ab. Alter. Chill the fuck out. So. Kira, lenk ihn mal eben ab. Ich muss mich heilen. Wie geil, dass einfach keiner der Gegner die Kira angreift, sondern nur mich. Als ob die wüssten, ja, wenn ich den töte, dann ist Game Over. Ganz komisch. Ich meine, die Kira nervt ihn doch jetzt eigentlich viel mehr, als ich es tue. Ich sag's ja nur. Deswegen müsste es nicht eigentlich der Logik halber besser sein, ihn sie anzugreifen? So, so, so. Oh. Da gibt er mir auch noch eine mit. Aber wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Nochmal ein bisschen rohes Fleisch. Wow, was war jetzt? What? Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wie hast du das denn jetzt hingekriegt, Kira? Ich täusche, sind wir im Labor des Elfen. Lol. Wie hat Kira das denn jetzt hingekriegt? Der hatte doch noch Energie. Und sie einfach nur einen Schlag, pum. Lol. Aber gut, gut gemacht. Kleine Artglyphe, Trank aus Tirnalia, Diamantstaub, Stahlblech, Schema, angrenischer Kürass und ein Schwert des Kriegers der wilden Jagd. Na, ob das besser ist als das, was ich gerade habe? Ich will's hoffen. Inventar. Gucken wir doch gleich mal nach. Boah, 1%ige Chance auf Einfrieren, 32% kritischer Trefferbonus. Boah. Ey, das ist doch besser als das, was ich jetzt gerade habe. Ist die Stahlwaffe, ja. Die hat zwar mehr Grundschaden und verleiht meinen Zeichen mehr Intensität. Ah, 2%ige Chance auf Verbrennen. Kann ich das irgendwie rausnehmen? Kann ich irgendwie den Edelstein entfernen? Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Egal. Ich nehme diese Waffe gerne entgegen. Wow. Ist das... Alter. Guckt euch die Waffe an. Wie krass die aussieht. Die passt ja scheinbar nicht in meinen normalen... In meine normale Scheide rein. Krass. Schon nice. Jetzt haben wir ein Schwert von denen bekommen. Nicht übel. Aber hier ist noch was. Okay. Puh. So, hier nach erstmal speichern, ey. Wer weiß, was direkt hier nach kommt. Wow, was haben wir hier noch? Ordentlich Zeugs. Zwergenschnaps. Oliven. Naja, okay. Doch nicht so viel. Schade. Wow. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Och Manu, ich wollte gucken. Silael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren. Das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf, noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind.
Das wussten wir auch schon vorher, also... Bei all dem Ärger, den ich in dieser Quest jetzt, dem ich in dieser Quest quasi trotzen musste. Bei all dem Ärger ist, haben wir am Ende nix. Das ist schon ein bisschen bitter. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Kennst du sie? Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum nicht? Du kennst diese Hexen. Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Muhmen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Muhmen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Boom. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Muhmen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ziria wiederfindest. Herrinnen des Waldes. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Ja, mach du mal. Ich guck mich erstmal um. Herrinnen des Waldes, neue Quest. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Was haben wir hier? Zwirn, reines Silber, leere Flasche, Lederstücke, Schema Jägerhose und Rezept Vitriol. Hier scheint sich etwas Besonderes zu befinden. Ups. So. Hier ist schließlich wieder dieses Schwalbensymbol. Ah, angewandte Magie, eine Einführung. Sehr schön. Ah, eine weitere Truhe. Was haben wir denn da drin? Die Bärenlegende. Toll, noch ein Buch. Wow. Das habe ich jetzt wirklich mir von dieser Truhe erhofft. Muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Was ist hier? Ein Runenstein. Hier waren noch ein paar Sachen. Diritiumerz. Nach der weißen Kälte. Das war's? Ah, ne. Hier vielleicht? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Das ältere Blut. Gibt es noch hier die Wand, natürlich, aber hier vielleicht noch etwas? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Irgendwas anderes? Ich meine, diese Wand
Kann ich scheinbar noch untersuchen? Ja, kann ich. Okay. Dann werde ich das allerdings erst im nächsten Part machen. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wo wir diese Höhlen endlich verlassen werden und ja, mal sehen, wohin uns Ciris Spur als nächstes führt. Vielleicht werden wir sogar der Bitte des Barons als nächstes nachkommen. Mal gucken. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.